Hi, Quick and Dirty geht wieder los. Hab wieder eine Squale dabei. Die gucken wir uns ja jetzt nach und nach alle an. Heute geht's um die Squalematik. Guckt euch das mal an. Satin Black Mesh am Milanese Band. Die holen wir jetzt mal raus. Hier wieder die Verpackung für alle, die es noch nicht kennen. Und zwar haben wir hier das kleine Squale-Heftchen mit allen Infos, die man braucht. Den Original-Squale-Anhänger hier. Und natürlich die Garantiekarte. Bäm. Hammer, oder? Ah, die finde ich auch richtig geil. Mit diesem satinierten Gehäuse und diesem Milanese-Band. Ja, und dem schwarzen Zifferblatt. Hier das Milanese-Band mit den festen Gliedern. Das finde ich auch richtig stark gemacht. War auch mit ein Kaufgrund. Der Kunde hätte die Uhr sonst nicht genommen, wenn es das normale Milanese-Band gewesen wäre. Wir haben hier natürlich die klassische Faltschließe. Hier ist jetzt überall noch Papier drum. Hier ist das Squale-Logo zu sehen auf der Schließe. Ansonsten lasse ich das jetzt alles mal drauf. Rückseite, typisch das Squale-Hai und das Wellenmuster. Hochglanzpoliertes Gehäuse, sechsfach verschraubter Gehäuseboden. Das ist der absolute Klassiker hier der Matic-Kollektion. 44 mm Gehäusedurchmesser haben wir hier. Verschraubte Krone bei 4 Uhr. Hier, schön zu sehen. Emaillierter Stahl auf der Lünette. Swiss Super Luminova. Seht ihr hier. Passt auch perfekt zur Uhr, wie ich finde. Wir haben eine Höhe von 15,8 mm. 51 mm Lack-to-Lack. 3/16er Stahl, gewölbtes Saphirglas, das ist tatsächlich hier gewölbt und nicht flach wie bei vielen Squale-Modellen. Und wir haben 600 Meter Wasserdichtigkeit, 60 ATM, das ist halt auch mal ein Schnack. Da habe ich auch einige andere mit 600 Metern, auch Ocean Crawler hat zum Beispiel die flachste 600 Meter Taucheruhr der Welt. Bandanstoß 22 mm. Also ihr könnt hier auch mal ganz schnell schön am Stahl bzw. am NATO-Band die Uhr tragen. Wird immer gut aussehen. Die Lünette ist hier auch wieder verschraubt. Ihr seht hier die kleinen Schrauben. Das ist auch wieder typisch Squale. Alles in allem eine wirklich super rund umgelungene Uhr. Hier jetzt am Handgelenk. Man sieht natürlich das gewölbte Glas, dadurch spiegelt es etwas mehr. Aber 44 mm, 17er Handgelenk und ich hatte ja jetzt die 40 mm, die 42 mm und jetzt hier die 44 mm. Leute, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, die eine trägt sich schlechter oder besser. Ich fand bisher alle drei Größen super, jeder hat ihre Daseinsberechtigung. Die graue 40 mm, die fand ich halt auch schon sehr stark. Und die Militare, die Squale 1521 mit 42 mm, die fand ich auch sehr nice. Aber ganz ehrlich, die trägt sich genauso geil, obwohl die Lack-to-Lack-Werte eben auch größer sind mit 51 mm. Hier ist nicht mehr ganz so viel Platz, aber man kann die Glieder hier nachbestellen. Ja, also für ein 19er, 20er Handgelenk sollte das auf jeden Fall ausreichen. Ja, sieht echt geil aus, ne? Also das ist auch wirklich eine richtig tolle Uhr. Und was ich hier bei der eben wirklich echt stark finde, sind die orangenen Akzente auf den Indizes und eben am Zeiger und auch auf der Lünette bei 12 Uhr. Ja, das hat schon was, muss ich sagen. Der UVP liegt bei 1670 Euro. Ein absolut gerechtfertigter Preis. Macht mir gerne einen Preisvorschlag. Wenn euch die Uhr interessiert, bei mir im Shop gibt es extra einen Button. So, das war Quick and Dirty. Ich möchte gerne immer noch weiter quasseln, ihr kennt mich ja. Aber ich muss jetzt Schluss machen, sonst wird es nicht mehr quick und auch nicht mehr dirty. Also in dem Sinne, haut rein, ne? Macht's gut. Ciao.